Ja, ein bisschen Zeit ist noch. So die Gräulme sagen die an oder der Turniermarschall, wie auch immer da gerade auf seinem Stuhlchen sitzt. Merkwürdigerweise wirst du keine Gräulme finden, die sich da hinsetzen. Es ist ein Mensch, bisschen pockennarbig, sitzt er da und würde dann noch sagen, dass du 5 Minuten hast für Vorbereitung. Der grüne Ritter holt einen Obsidian-Dolch hervor und beginnt etwas zu murmeln, ein paar Zeichen in die Luft zu schneiden. Ich werde ihn natürlich ganz, ganz unhöflich dabei unterbrechen. Indem ich ihn von der Seite anquatsche. Gut, dann sagt mir schon mal, mit welchen Waffen ihr kämpfen wollt. Myria tritt auf dich zu. Ihr mögt doch bitte entschuldigen, hoher Herr von Dunkelstein. Er braucht etwas Ruhe. Und dann buxiert sie dich, schiebt dich weg und ja, schiebt dich auf die andere Seite. Was tut er da? Er zaubert. Das sollte doch relativ klar sein, oder? Druidische Macht. Warum? Er möchte etwas über dich erfahren. Ich habe ihm zwar schon alles über dich erzählt, aber auch die Wahrheit. Aber er wollte sich das Ganze noch einmal besehen. Und jetzt wieder mit Zauberei in diesen Kampf gehen, oder wie? Zumindest im Vorfeld. Ehrloser Bastard. Immerhin habt ihr das Wappen der Dunkelsteine an, nicht er. Im Gegensatz zu dir halte ich auch immer noch meinem Reich die Treue und treibe mich nicht hier herum. Aus Jux und Dollerei scheinbar. Aus Jux und Dollerei? Unser Auftrag kommt direkt aus Perrinefort. Immerhin sorge ich dafür, dass Schnattermoor vielleicht bald wieder befreit ist. Was erzählst du? Schnattermoor ist frei. Wie lange warst du schon nicht mehr in der Heimat? Lange. Myria Muss ja zieht für. jetzt ihr Schwert und stellt sich in die Arena. Komm her. Sorry, wer zieht das Schwert? Myria. Okay. Sagt sie noch was dabei, Komm oder? her. In die Arena zieh mein Schwert. Ich weiß übrigens, dass du Achso. Teriyak trinkst. Dass du es säufst wie ein Loch. Und Ja, ein Loch ist wohl übertrieben. wenn ich dich anschneide, dann würdest du aus dir herausfließen. Ja, ein Loch ist wohl übertrieben. Ich werde mich aber garantiert nicht vor dem Kampf anschneiden lassen. Also, was wird das hier? Wir kämpfen jetzt auf den Tod. Wir werden nicht. Übrigens weiß ich auch, dass du ein Paktierer bist. Bitte was? Es ist dir vielleicht selbst nicht bewusst, aber ich kann es in dir sehen. Ich stecke meine Waffe wieder weg. So etwas muss ich mir nicht anhören. Myria macht einen Sturmangriff auf dich. Du Okay. stehst. Krieg ich vorher meine Waffe noch gezogen oder Du stehst am Rande haut sie der mich jetzt um? Arena, schaust mit leerem Blick auf den grünen Ritter. Myria steht neben dir, klopft dir auf die Schulter. Also gut, ich wünsche dir viel Glück. Du wirst es Schüttel kurz brauchen den gegen Kopf, ihn. habt ihn. Schüttel kurz den Kopf, habt ihn gehabt, wenn ich sie noch nicht an der Waffe hatte, jetzt nur auf den Knauf gelegt. Was? Hier standen doch gerade. Was? Ach so, das. Ja, er hat in deinen Kopf gesehen. Er sagte irgendwas von Albträumen und zuckt mit den Schultern. Das ist das, was er macht. Im Vorfeld. Ständig. Er fängt an, im Vorfeld gegen mich zu handeln, ja? Ständig. Dann will ich mich auch noch auf den Kampf vorbereiten. Dreh mich um und gehe zu meinem Pferd. Der grüne Ritter hat sich jetzt mittlerweile schon auf den Platz gestellt. Und der Turniermarschall, wenn du dich umdrehst, wirst du sehen, dass der Turniermarschall dir zuruft. Gebt ihr jetzt auf oder wie? Bin gleich da, ich muss noch eine Waffe holen. Hängt noch am Pferd. Der grüne Ritter hat einen Streitkolben gegriffen. Gut. Ich hole meinen Bogen. Der ist ja glücklicherweise schon aufgesehnt. Ich kann auch die Regeln. Wenn ich ihn jetzt umschieße, bin ich raus, oder? Das ist zumindest sehr unsportlich, ja.
Das war nicht die Frage. Unsportlich. Das war nicht die Frage. Nein, das ist nur unsportlich. Er kann dich versuchen, dann rauszuklagen danach. Es ist unsportlich. Gut, dann nehme ich an von den guten Pfeilen. Und wie ist er gerüstet? Plattenrüstung. Trägt er, was hat er für Schuhe an? Was hat er für Handschuhe an? Du wirst überall auf Rüstungsschutz 8 treffen. Überall auf Rüstungsschutz 8. Gut, dann nehme ich einen von den guten Pfeilen und schieße ihm in die Schwerthand. Was meinst du mit einem guten Pfeil? Freifall? Einen von den wunderschönen, die mir Belchirascher gegeben hat. Die aus dem Eschenholz mit der Schwanenbefiederung scheinbar. Den guten und diesen Pfeilspitzen, die man. Nagrach. Das weiß ich ja nicht. Gut, ich weiß nur, dass es gute Pfeile sind. Hast du einen W7 auf deinem Board? In der Tat habe ich leider keinen, nein. Dann Slash. Gib mal den Befehl, Johnny. Roll D7, oder? Das ist der Befehl. Den einmal in die Box und dann kannst du ihn dir auch unten reinziehen. Okay, da. Und in die Box. Das ist die 5. Ja, genau, in die Box. Damit du es nicht siehst. Hat das funktioniert? Nee, oder? Also ich habe nichts bekommen. Geht nicht? Moment, nee, doch, nochmal. Hat das jetzt funktioniert? Nein. Gut, dann würfeln wir einfach nochmal einen W7. Wir nehmen einfach mal die 5. Du wirst sehen, der Pfeil legt sich wie von selbst auf und du visierst auf seinen Schildarm an. Schwerdarm. Ich möchte ihm direkt einfach durch die Hand schießen, wenn er die Waffe hält. Gut. Ja, du weißt, du hast genau gezielt, beziehungsweise das Zielen ging wie von alleine. Deine Hand hat sich ausgerichtet. Dieser Pfeil trifft immer. Du erkennst zwar nicht die magische Kräfte von ihnen, aber während du noch loslässt, siehst du, wie Myria einen Schritt zur Seite tritt und dieser Pfeil müsste treffen. Mach mal Schaden. Der verdreifacht sich. Warte kurz, Langbogenschaden. Oh Gott, wenn ich jetzt Myria erschieße, bin ich erledigt. Myria tot. Langbogenschaden, hier. 11. 11. 33 in den Kopf von Myria. Sie tritt einmal an die Seite des Ritters heran, bricht zusammen, Blut sprudelt aus ihrem Kopf, wird nach hinten genagelt und bricht zusammen. Der erste Pfeil von dir ist weg. Du schaust auf den Ritter, du merkst seinen leeren Blick, du stehst immer noch direkt ihm gegenüber, Myria klopft dir einmal auf die Schulter. Also gut, ich wünsche dir viel Glück. Was zur... Das macht er manchmal. Albträume oder sowas. Ich habe ihm übrigens von dir erzählt, aber... viel Glück, du wirst das brauchen. Ich trete erstmal einen Schritt aus dem Ring zurück. Blicke mich jetzt endgültig verloren um. Ich taste irgendwie nach meinem Pfeilköcher, der nicht da sein dürfte. Ja, du guckst dich um, dein Pferd steht immer noch da, wo es ist, dein Köcher hängt da. Der grüne Ritter dreht sich gerade in Richtung des Kampfringes und stellt sich in die Mitte. Ich wende mich an den Menschen. Rufe einfach ganz laut, ich klage an. Ihr klagt an. Ich vernehme. Grobe Unsportlichkeit durch Zauberei im Vorfeld. Könnt ihr das beweisen? Selbstverständlich, wenn ihr einen Magus herbeibringen möchtet, der dies analysieren kann. Natürlich ein Weilchen dauern. Er tippt einmal auf ein kleines Medaillon, was der Turniermarschall um den Hals trägt, und du siehst, wie 5 Gräume auf dich zukommen. Okay. Ja, haben alle irgendwie so ein Klemmbrett bei sich. Wir haben gehört, es gibt ja eine Klage. Oh, ihr. Yeah. Oh, ich. Dann wisst ihr ja auch, was passiert, wenn ihr diese Klage nicht anständig bearbeitet. Wollt ihr mir drohen? Natürlich nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es die Integrität dieses Turniers und eurer Knochen doch stark beeinträchtigen würde. So, so. Du merkst, wie jetzt die 5 kleinen Gräume ihre Klemmbretter fallen lassen und eine kleine Mini-Armbrust hervorholen. Auf dich anlegen. Mein Armatrotz aus. Der Armatrotz legt sich schützend um dich. Du merkst, wie deine Haut Schuppen bekommt, verhärtet. Und dann treffen dich 5 Armbrustbolzen. In den Kopf. Du sinkst nach hinten und bist tot.
schaust immer noch mit leerem Blick auf den Ritter. Myria klopft dir gerade auf die Schulter. Viel Glück, du wirst es brauchen. Ich brauche eine Pause. Okay. Böse Mann, Guardianer, lass uns sehen, was passiert. Ja, eine kleine schützende Kuppel, die sich um dich legt. Du hast kurz das Gefühl, oh, Sicherheit, Zufriedenheit. Durch diese Kuppel trägt nichts. Der grüne Ritter nickt und tritt an dich heran, beziehungsweise tritt dann eben auf den Platz da, wo er auch schon die anderen Male stand. Zieht seinen Streitkolben, klopft sich einmal auf den Schild. Ist das das jetzt also? Warte darauf, dass irgendwas passiert, dass ein Karakel aus den Wolken fällt und mich erschlägt oder so. Du stehst. Wie lange hält dein Guardian um? Lange? Also 5 Minuten auf jeden Fall. Ich werde nicht so lange hier wortlos rumstehen. Ich werde spätestens die Turnierleitung. Eine Spielrunde? Mir ein wenig ins. Ja. Ja. Ja, du stehst eben, wie gesagt, immer noch am Rande des sandigen Auslaufbeckens. Der Turniermarschall erhebt sich irgendwann so nach einer Minute, tippt auf eine nicht vorhandene Uhr. Also gut, los geht's. Fangt an. Gut. Schwert dabei, angegriffen. Möchtest du gleich einen Sturmangriff ansagen, oder wie hättest du es gern? Eigentlich möchte ich meinen Bogen holen und wieder schießen, aber den Trick habe ich jetzt schon gebracht, den zweimal ist der nicht lustig. Also nein, kein Sturmangriff. Ich trete einfach einen Schritt voran in den Ring. Mhm. Gut, du merkst, er hat wohl seinen Streitkolben in der Hand, in der anderen sein Schild. Nickt dir zu. So viel zum Thema Ehrenhaft. Initiative. Initiative. Während du so ein bisschen in den breiten Stand gehst, nimmt er nochmal mit so einem freien Griff, streift er sich einmal den Helm ab und du siehst, wie er wohl unter dem Helm ein ja sehr, sehr pockennarbiges, wulziges Gesicht hat. Er ist wohl noch relativ jung, aber seine Haut ist schon unglaublich entstellt. Ehemals langes, rostrotes Haar, was sein Gesicht ja so ein bisschen verbirgt, jetzt unter dem Helm hervorkommt. Was auch immer das für eine Person ist. Er sieht in die Jahre hergekommen aus. Harte Kämpfe, die ihn gezeichnet haben, vielleicht auch eine fiese Krankheit. So, schauen wir mal nach. Hat der Traumschinder eine Initiative? Dann kommt das der Schild vermutlich. Was hat er für ein Schild? Ja, das ist ein ganz normaler regeltechnischen Torwaller Rundschild, aber Torwall ist halt. Dann hat er -1 auf die Ini. Ja. Du bist bei der 15 oder wo? Kommt drauf an, bei wie viel liegt er? 17. Dann möchte ich gerne die 1 chippen. Du kann willst die 1 chippen? Möchte die 1 chippen. Ah, okay. Ich möchte nur nicht ins Gesicht stechen, bevor der Helm wieder drauf hat. Wahrheit kommt wieder. Es ist unfassbar. Los geht's. Du bist dran. Gut. Du musst dich bewegen. Aktion, Position. Wenn er mich lässt, steche ich ihm ins Gesicht, bevor er den Helm wieder aufhat. Ja, schauen wir mal nach. Die erste von deinen Aktionen, wie gesagt, du bist auf der immer noch 15. Erste Aktion. Wie weit bin ich von ihm weg? Kannst du ausmessen. 5 Meter, 5,6. Wie weit ist Distanzklasse S denn nach 2 oder 3 Meter? Naja, für einen Sturmangriff würde es reichen, wenn du das jetzt willst. Nicht meine Frage. Du willst jetzt mit 3 freien Aktionen auf ihn zulaufen, oder wie? Kann ich nicht, da ich nur 2 habe. Beantworte meine Frage. Wie viele Meter sind Distanzklasse S? Kann ich da mit 2 freien Aktionen einen Schritt ran? Ja, genau. Nein, kannst du nicht. Okay. Dann zur Position ist auch doof. Machen wir einen Sturmangriff. Attacke +4. Ich will leider keine Finte reinlegen, aber ich hätte gerne nochmal 6 zur Schadens, also noch eine +2 zur Schadenserhöhung zusätzlich. Wird dann insgesamt zu einer +6 und dann gucken wir mal. Wäre gelungen. Sturmangriff. Kann ich ja einfach parieren. Doch, Meister parieren. Kann ich auch Meister parieren. Also auch Meister parieren, dann hast du aber diese Runde keine zweite Parade mehr. Ist richtig.
Das habe ich geschafft mit der 5. Dann ist es erstmal pariert und du stehst. Hattest du den Sturm? Auf DKS, da sich der Angreifer, wenn sein Manöver gelingt, die Distanzklasse aussuchen darf. Okay, gut. Dann war das deine erste Aktion und der Sturmangriff kostet dich auch noch eine zweite, ne? Kostet mich die Parade. Genau. Dann hast du noch eine weitere? In der Tat. Ich schlag einfach mal mit meinem... ich schlag ganz normal zu mit meiner, mit meinem Streitkolben. 1, 2, 3. Das ist getroffen. Nehme ich. Nimmst du? Nehme ich. Oh, okay, ich dachte, da kommt ja so eine Parade. Dann den Schaden, gib mir Astro. Ich gebe dir eine Zone. 10 TP in den Schwertarm und du merkst, wie du ein gleißend helles Licht in deinem Kopf dich blendet. Gilt das auch? Muss er mich dafür berühren? Weil der Schaden kommt nicht durch. Das reicht, wenn er dich berührt. Okay. Was ist ein Guardianum eigentlich? Auf welche Art ist der? Ist der Kuppel oder ist der persönlich? Ist leider kein persönlicher, dafür reicht der ZFW nicht in Dings. Genau, ich kann aber auch keine weiteren Albträume. Ich glaube, ich kann keine weiteren Albträume mehr durch den Guardianum ansagen. Das war, glaube ich, das Problem, was ich mir im Vorfeld auch überlegt hatte. Ich meine, du kannst jetzt versuchen, hier noch rumzuhampeln in der Arena. Nee. Der Blitz dich findet, wird jetzt trotzdem durchgehen. Ich muss gerade mal schauen. Ich glaube, den hat er auf 18. Also der grüne Ritter, der vor ihm steht, zaubert jetzt aber nicht auf ihn, weil der hat ja Plattenrüstung, hast du gesagt. Das ist ja magische Rüstung. Die wird ja von der Seite. Wenn die nicht aus Endurium ist, dann kann er nicht darin zaubern. Oder das ist selbst Endurium zählt, denn auch Endurium ist verhüttetes Metall. Das stimmt. Was ist denn mit Mindurium? Das hat mit Bandes Eisen. Also der kriegt, wenn er jetzt in Eisen zaubert, wenn er selber Druide ist, druidischen Blitz sich findet, kriegt er 24 Punkte Basis erschweren. Ach, weil der Druide ist, ne? Aber ja, richtig. Er hat den ja auf seinem Streitkolben schon drauf. Geht das? Kann er den auf erhöhtetes Metall legen? Ich glaube, da müsste es redigieren. Also da hat er 24 Punkte Erschwernis gehabt, um den Zauber auf den. Oder mindestens 12 Punkte Erschwernis gehabt, um den Zauber darauf zu legen. Weil es verhüttetes Metall ist. Okay. Ja, weil er den ja berühren muss. Es geht nicht um magisches Metall, es geht jetzt explizit um Druiden, ne? Richtig, es ist nicht der normale Band des Eisens. Es ist diese religiöse Komponente von wegen Raubbau an Mutter Sumu, du darfst kein Metall berühren. Nee, das ist richtig. Und das ist ja Raubbau. Okay. Du kannst jetzt ein ganz harter Meister sein, kannst einfach sagen, wer hat sich von Djinnen das sozusagen nicht verhütten lassen, sondern es gibt ja auch gediegenes Metall. Der hat sich gediegenes Metall genommen, hat das von einem Djinn in Form pressen lassen zu einer Plattenrüstung und deswegen ist seine Rüstung aus gediegenem Metall und sagst einfach, fick dich, Jala, dann zählt das nämlich nicht. Dann bereite dich darauf vor, dass jeder Spieler was ist denn mit Dämonen? Was ist denn mit Dämonischem? Also wenn Dämonen das machen, anstatt... Also die Dämonen müssen keine Elemente erschaffen. Oder was meinst du mit Dämonen? Nein, also ich meine, dass diese Rüstung Dämonen geschmieden haben. Gediegenes Metall mit Dämonen. Ich meine, Agrimod, kalte Schmieden, das müsste ja gehen. Das Problem ist, du musst das Metall trotzdem aus dem Erz bekommen. Das ist die Verhüttung. Kalt geschmiedet ist total. Genau, also der Djinn muss das da rausholen. Der kann Metall aus irgendwelchen Steinen rausholen, dann ist es gediegenes. Aber das ist schon eine sehr, sehr buchstäbliche Regelauslegung. Aber guck dir mal den weißen Wurm an. Der weiße Wurm macht doch auch genau das. Der weiße Wurm riss das Erz und schaltet das Endurium aus. Ja, richtig. Es ist aber trotzdem das ganze andere magische Metall. Das war ein krasseste Maße. Dieser Dämon, der in Transysilien bisweilen. Oder willst du mir erzählen, dass es besser ist, wenn ein Dämon das macht? Beim Abbau und bei der Verhüttung von Erzen eingesetzt wird. Verhüttung für dich. Ja. Und bei der Verhüttung von Erzen eingesetzt wird, ähnelt einem weißen. Okay, also es ist eine Verhüttung. Es ist eine Verhüttung. Der ist verboten. Okay, gut, dann ist das scheiße. Dann muss ich jetzt richtig kämpfen. Dann muss ich jetzt ehrlich kämpfen. Ja. Und mit ehrlich kämpfen meine ich... Ich bin dran, oder? Ich habe dich getroffen für 10. Jo. Das war meine erste Aktion. 12 Punkte Rüstungsschutz am Arm. Ja, gut. Johnny, weißt du aus dem Kopf, was der Zonenzuschlag für den Kopf ist? Nicht direkt, aber ich kann schnell nachschauen. Denk dran, er hat dann wahrscheinlich 6 bis 10 Punkte Erleichterung auf die Parade. Nicht im gezielten Stich. Soweit ich weiß. Doch, wenn du ausdrücklich den Kopf ansagst, ist das automatisch... Aber er kann ja nicht mehr parieren.
noch falls ausreichen. Jetzt, da kriegt er auch diese 6 bis 8 ich hab Punkte. Ich habe jetzt einmal angegriffen. Einmal. Ja, aber das war, ja, du hast Master pariert. Nein, er hat nicht Meister pariert. Oh, er hat nicht Meister pariert. Dann ist das sowieso egal. Er hat es geschafft zu parieren, nicht, dass er Meister pariert hat. Okay, dann ist das sowieso egal. Ja, gut, okay. Machen wir trotzdem. Er hat einen 8er Rüstungsschutz. 8er, ja. Gezielter Schlag ist, wie wäre nur plus 4. Oh, jetzt wollte ich dich blitzen. Dann wäre der Kampf wenigstens machen wir trotzdem fair. Machen wir trotzdem gezielten Stich. Das wäre für mich dann die 7er Erschwernis. Und gucken wir mal, ob das zufällig durchgeht. Komm, machen wir einen 3. Machst du gezielter Stich oder gezielter Stich in den Kopf? Nicht in den Kopf, das passt okay, nicht. Aber ich mache nochmal gezielten Stich, machen wir einen 3, finde mit rein. Also gegen die 10. Ist genau gelungen. Oh, alles klar, mach halt. Gut, schade, dass ich nicht den Kopf angesagt habe. Also, ist sowieso egal. Gucken wir uns den Schaden an. Es ist nur die 13 in, gerade mal den Bauch. Mhm. Denk an die gesenkte Wundschwelle. Das war ein gezielter Stich, hattest du gesagt? Ne? Ein gezielter Stich. Okay, das heißt, ich habe keine Zone angesagt, weil. Ich muss gerade gucken, was hat er für eine Konstitution? 14, dann sind das 2 Wunden. Kann er ignorieren, aber. Also bei Konstitution 14 ohne Eisern hat er genau 3 Wunden bekommen im Bauch. 3? Er kriegt 2 Stück, weil er. Du hast ja 14 minus 2. Der Gesicht sinkt die Wundschwelle um 2. Das heißt, wenn du 12 Schadenspunkte auf einmal überschreitest, bekommst du 2 Wunden. Ja. Und dann bekommst du, und dann bekommst du Stich auch Stich. Eine automatische Wunde. Das heißt, du hast 3 Wunden gerade so, im Bauch. Achso, ja, die Auto. Kampf und Fähigkeit. Ja, 3 W6 zusätzlich, weil Bauchschaden. Richtig, schau mal uns das an. Zumindest hast du ihn nicht umgebracht. 14 ja. Wahrheit kommt wieder. Ja, beschreib die Szene. Der Druide holt mit seinem Streitkolben aus. Nicht mit sehr viel Wucht, aber er versucht dafür sehr genau, um eine etwaige Verteidigung drumherum zu kommen. Ja, dann nimmt den, blockt den mit der Unterarmschiene ab, weil, naja. Komm, es ist ein Streitkolben, den kann man mal nehmen. Und nutzt dann diesen unerwarteten Moment, in dem der Druide momentan zurückschaut und sticht ihn ab. Geht auf die Knie, krümmt sich und du siehst dann auch, wie Myria schützend in seine Richtung läuft, ihn dann mit dem Schild weiter abschirmt, damit du nicht ein weiteres Mal zustechen kann, wirft dir noch einen bösen Blick zu, schüttelt mit dem Kopf, als ob du gerade alles falsch gemacht hättest, und auch die anderen beiden Ritter kommen herbei. Niemand ist da, der deinen Sieg feiern kann. Du siehst, wie gerade 5 Grolme mit Klemmbrettern auf dich zukommen oder an den Kampfrand gucken, auch mit dem Kopf schütteln, als ob sie gerade böse auf dich sind, warum auch immer. Das sind übrigens die gleichen Grolme, die auch eben schon da waren. Wie gesagt, du hast diese Szene ja schon erlebt. Hast auch gesehen, wie Myria blutsprudelnd, ohne Kopf dann zusammengesunken ist. Als du gerade erkennen kannst, wie Armin den Laos, Torgosch und Abemir in die Arena kommen. Bleib aber noch kurz hier stehen, ich stecke meine Waffe weg. Guck erst mal helfen, können sie ihm auf die Beine helfen oder bleibt er noch eine Weile da knien? Ja, sie können ihm auf die Beine helfen, also er hat halt 3 Wunden, ist kampfunfähig, aber er kommt dann irgendwann nach ein paar Kampfrunden, kommt dann wieder zu sich und dann beginnen auch die Heilmaßnahmen. Nun, ohne Zauberei scheint er nicht gar so viel drauf zu haben. Ich huste noch ein bisschen. Ich hätte euch weiter knechten können. Weiter und weiter und weiter. Und ich werde es auch tun. Euer Gesicht merke ich mir. Genauso wie ihr euch mein Gesicht merken werdet. Ihr seid ein ehrloser Hund. Und in einem fairen Kampf werdet ihr mich niemals besiegen. Hört ihr? Niemals. Ich bin ein ehrloser Hund? Ihr wisst nicht, was ich schon durchgemacht habe. Wie oft ich fair gekämpft habe. Wie alt seid ihr? Etwas jünger als ich. Alt genug, um zu wissen, dass eure Art immer irgendwelche Ausreden hat. Er streift sich seinen Handschuh ab. Du merkst, wie er. Seine Hände sind nur noch kurze Fingerstummel, als ob sie weggefault sind. Er hat nur noch ein einziges Glied anstatt den 3 Gliedern. Viel zu kurz. Damit könnte man eigentlich gar keine richtige Handschuhe mehr halten. Die Beine sind auch unglaublich steif, fällst du jetzt auf. Der Rücken krumm. So wie er da jetzt liegt, als ob er ein alter Mann wäre, 80 Jahre. Du willst mir sagen, wie es ist? Nein, das will ich. Dann will ich dich sehen, wie du nach 6 Jahren in den schwarzen Landen aussiehst. Wir werden uns wiedersehen. Darauf hoffe ich.
Und deinen Pakt werde ich nicht verschweigen. Sie werden dich fallen lassen. Lügt euch, wenn ihr wollt, soll euch auch nicht helfen. Ich weiß übrigens, dass ihr selbst keine Ahnung davon habt, aber euer Leib verfault von innen. Wenn das schwarze Teriak nach euch greift, der Lebenssaft von Zuko, er wird euch bestrafen. Er hält mich am Leben. Er wird euch knechten. Ihr verfault von innen. Schüttel nochmal mit dem Kopf und bitte ab. Ja, wie gesagt, du kannst erkennen, wie Iolaos, Torgosch und Abelmir zu dir herantreten. Niemand in diesem ganzen verfluchten Turnier außer dem Chorgeweihten möchte sich einen fairen Kampf liefern. Nun, was habt ihr erwartet? Hierher kommen und Fairness? Nun, wie ich sehe, seid ihr noch in einem Stück und euer Gegner nicht. Ihr habt euch neue Freunde gemacht. Sie wird drüber hinwegkommen. Und was ihn angeht, ist mir egal. Nun, sei es so. Ich denke nicht, dass ich jedem eurer Gegner helfen muss. Ich denke, er hat sein eigenes Maß an Zauberei, mit dem er sich über Wasser halten kann. Wirklich? Thema über Wasser halten. Ich hoffe, eure Besorgungen waren aufschlussreich. Oh, hervorragend. Ich denke, eine kleine Spritze, ein hervorragender Blick auf die Seeseite der Stadt. Ich kenne einen Maler, der wäre wohl gerne dabei gewesen. Aber der ist leider nicht hier. Nun, ich kann mir vorstellen, dass die Feste sicherlich sehr beeindruckend aus dem Winkel aussehen wird. Nun gut. Haben wir uns alle relativ früh ins Bett begeben und die morgen zum Wagenrennen wieder frisch sind. Haben wir einige Gegner, denen ich eine Lektion erteilen muss. Ja. Seht, ich habe die Flüssigkeit von... Ihr wisst schon was. Umso besser, nicht hier. Kümmert euch in der Herberge drum. Ich drück diesen Krug Armin Alaus in die Hände. Ich muss mich noch um eine andere Sache kümmern. Wir treffen uns im Blutkrug. Wir treffen uns im Blutkrug. Ich versuche das so in meinen Ruhm verschwinden zu lassen. Und würde mich dann mal umgucken nach Asmodeus auf den Rängen. Wirst du finden. Dann würde ich mich direkt auf den Weg machen. Meine Vollmacht rausholen, weil ich will wahrscheinlich kontrolliert werden auf dem Weg dahin. Ja. Und wenn ich dann vor ihm ankomme, Exzellenz, Exzellenz, ich benötige noch eine Unterschrift. Ja. Anlassen. Kommt dann nicht heran. Mit seinem Geierstab. Ich habe eurem Namen ein, wie soll ich sagen, Glückwunsch an Alfred Mora geschrieben. Seht, zeig ihm den Brief halt. Er schaut sich ja mal um, so ein bisschen verschwörerisch und blickt dann auch, sein Blick bleibt dann an einer schwarzen Robe kleben, wo ein Mann gerade steht. Du kannst ihn nicht genau erkennen, weil er mit dem Rücken zu dir steht. Du hast kurz das Gefühl, als ob unter seinem Gewand ein paar Blätter rascheln würden. Er sieht auch ein bisschen steif aus, ein bisschen hölzern wirkt er auf dich, aber wie gesagt, mit der schwarzen Robe kannst du ihn nicht genau erkennen. Und nachdem Asmodeus dann wieder auf den Zettel blickt, sich das einmal durchliest, liest aber nicht wirklich alles durch, schmiert dann einfach nur eine Unterschrift hin.